Jo Leute, was geht ab? Und wir reagieren heute auf die 10 heftigsten Filmszenen, die Schauspieler später bereuten. Ich bin sehr gespannt. Abonniert gerne unseren Channel kostenlos. Lasst auch unbedingt gerne ein Däumchen oben da und schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und vor allem auf TikTok. Jetzt unterstrich Hof, weil wir sind da 10.400 Leute. Ich bin verdammt stolz und ich bin sehr dankbar. Schaut da auch unbedingt gerne vorbei, auch wenn ihr von dort kommt. Vielen Dank für den Support. Und wir starten direkt los. Originalvideo wie immer unten in der Bio. Ach du Scheiße. Was sind denn das für Dinger? Was? Was ist? Unangenehme Szenen zu drehen. Das kenne ich, das ist ziemlich funny. Schauspielern, aber es gibt auch immer Joker. Wieder Filmmomente, die dermaßen zu weit gingen, dass die Stars sie im Nachhinein Joaquin so Phoenix. Richtig bereuen. In diesem Video zeigen wir euch heftige Filmszenen, welche die Darsteller im Nachhinein am liebsten nie gedreht hätten. Es erwarten euch unter anderem Schauspieler, die sich völlig unnötig verletzten, eine Frau, deren ganze Karriere durch eine Szene bestimmt wurde und ein Star, der seine berühmteste Filmszene aus Scham nicht einmal selbst angeguckt hat. Also bleibt auf jeden Fall dran, denn es wird spannend hier. Welcher Film ist euer Lieblingsfilm? Schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, welche die peinlichste Filmszene ist, die euch alle Kickers, oh, die sind verdammt sind geil, gespannt. Die Kick-Ass-Filme. Wir starten mit dieser Szene Revenant? Aus Quentin Tarantinos Western The Hateful Eight aus dem Jahr 2015, der damals zahlreiche Filmpreise abräumte. Die sind aber auch immer cool, in die Quentin Tarantino-Filme. Der von Kurt Russell gespielte Kopfgeldjäger John Ruth, der weiblichen Gesetzeslosen Daisy Domergue, die gerade einen alten Folk Song auf der Gitarre gespielt hat, das Instrument aus der Hand und zerschlägt es mit voller Kraft. Daraufhin schreit Jennifer Jason Leigh, die die Gesetzeslose verkörpert hat, entsetzt auf. Die Szene stand zwar genauso im Drehbuch, Jennifer Jason Leighs Entsetzen war allerdings nicht gespielt, sondern echt. Tatsächlich sollte die Gitarre vor dem Zerschmettern nämlich noch durch eine Filmrequisite ersetzt werden. Da das aber nicht passiert ist, hat Kurt Russell somit eine echte Gitarre aus dem Jahr 1860. Ach du Scheiße! Diese war nicht nur $40,000 wert, sondern auch unersetzlich. Oh, Kurt Russell bereut es bis heute zutiefst, dass er dieses Einzelstück zerstört hat. Als ja gut, ich meine, ist natürlich dumm gelaufen. Ja, wenn man sich da vielleicht vergisst abzusprechen, aber trotzdem, Mann, das ist natürlich richtig bitter. Das Museum, aus dem die Gitarre stammte, seitdem übrigens keine Instrumente mehr an Filmproduktionen. Oh, oh, oh. Als nächstes kommt ja, kann ich mir zu einer Szene aus der Komödie, eine der geilsten Szenen überhaupt. 40 männlich sucht, da trägt die gleichen Hemden wie Nerd eine Freundin sucht. Der aus lustigen Filmen wie Ananas Express oder Bad Neighbors bekannte Schauspieler Seth Rogen verkörpert hier den besten Freund des Hauptcharakters. Wie man es von Seth Rogen gewohnt ist, gibt es natürlich auch in dieser Komödie sehr derbe Scherze, die oft unter die Gürtellinie gehen. Obwohl der Schauspieler auch in seinen späteren Filmen nicht damit aufgehört hat und für Jungfrau 40 männlich sucht sogar für den MTV Movie Award nominiert wurde, gibt es hier trotzdem eine Szene, die selbst ihm zu weit ging und die er im Nachhinein am liebsten ungeschehen machen würde. Und zwar spielt er in dieser Szene mit einem Kumpel gerade das Videospiel Mortal Kombat, als die Frage, weißt du, warum ich weiß, dass du schwul bist, fällt. Anschließend folgen dann minutenlang Sprüche, die Homosexuelle heftig diskriminieren. Seth Rogen betonte später, dass er solch eine Szene nie wieder drehen würde und er nicht möchte, dass sich Menschen schlecht fühlen, wenn sie seine Filme sehen. Das ist natürlich immer dumm. Die nächste Szene stammt aus dem Film Rocky IV, einem Teil der berühmten Boxfilmreihe mit Sylvester Stallone. Allerdings war es nicht der Actionstar selbst, der hier im Nachhinein eine Szene bereut hat, sondern der Schauspieler Carl Weathers, der im Film Rockys Mentor Apollo Creed verkörpert hat. Oh. Genauer gesagt handelt es sich bei der Szene um einen Boxkampf zwischen Apollo Creed und dem bösen Gegenspieler Ivan Drago. Genau. Schauspieler Dolph Lundgren, der Drago darstellte, schubste Weathers hier in die Seile im Ring. Weil es Weathers nicht gefiel, so doll geschubst zu werden, hat er eine Kurzschlussreaktion und versetzte Lundgren im Anschluss einen echten Schlag. Das wollte sich Lundgren aber nicht bieten lassen und knockte seinen Schauspielkollegen mit einem Schlag seinerseits voll aus. Alter, die haben das vollkommen übertrieben. Die haben sich einfach richtig geprügelt. Deswegen sahen die Szenen auch immer so echt aus, wenn man sich richtig die Fresse poliert.
Alter, oh shit. Weathers verließ wütend das Set, nachdem er wieder zu sich gekommen war, und die Produktion des Films verzögerte sich um ganze 4 Tage. Der Schauspieler lernte in dieser Szene, dass man Dolph Lundgren definitiv nicht wütend machen sollte. Außerdem bereute er diese Szene später gleich aus 2 Gründen. Erstens trug er natürlich krasse Schmerzen davon und zweitens bereute er im Nachhinein auch sein damaliges unprofessionelles Verhalten. Kommen wir nun zur Schauspielerin Margot Robbie und dem Film Suicide Squad. Denn auch wenn ihr dieser Superheldenfilm zu einer deutlich höheren Bekanntheit verholfen hat, gibt es in Suicide Squad eine Szene, die Margot Robbie noch immer bereut, gedreht zu haben. Und zwar geht es um die Szene, in der die von ihr verkörperte Harley Quinn sich in einen Bottich mit Chemikalien fallen lässt, die ihre Haut Joker-weiß färben sollen. Natürlich war die verwendete Flüssigkeit nicht wirklich gefährlich, dennoch bezeichnete Margot Robbie diese Szene im Nachhinein als das Schlimmste, was sie bisher überhaupt gedreht hat. Die Flüssigkeit drang in alle Körperöffnungen, sie bekam kaum Luft und sie konnte die ganze Zeit über kaum etwas außer weiß sehen. Der Dreh dieser Szene war für die Schauspielerin also eine wirklich traumatische Erfahrung und sie bereut es daher bis heute zutiefst dabei mitgemacht zu haben. Okay, das ist natürlich klar. Mit dem wohl berühmtesten James Bond-Darsteller, nämlich Sean Connery. Obwohl Rolle als britischer Geheimagent im Dienste ihrer Majestät viel Geld und Ansehen einbrachte und er sie ab 1962 insgesamt 6-mal spielte, bereute der Schauspieler nämlich... Oh mein Gott! Rasierer-Emoji! Und Halleluja. Szenen, in denen James Bond mit seinem Charme auf eine sehr fragwürdige Weise Frauen verführt. Ja. Er musste dabei nämlich immer einen heftigen Macho-Meme, der Frauen gegenüber anzügliche Sprüche bringt und ein Verhalten zeigt, das heutzutage definitiv kein Held in einem Film mehr haben würde. In dieser Szene überrascht er beispielsweise eine Frau in der Badewanne und als sie ihn bittet, ihr etwas zum Anziehen zu geben, reicht er ihr lediglich Schuhe und setzt sich dann entspannt auf einen Stuhl, um sie unbekleidet zu beobachten. Wegen solcher Dinge ging Sean Connerys Hass auf seinen Charakter übrigens so weit, dass er in einem Interview später sagte, dass er James Bond töten würde, wenn er ihn einmal im echten Leben treffen würde. Aus einem ganz anderen Grund hingegen bereute der Schauspieler und Vater von Charlie Sheen, Martin Sheen, diese Szene aus dem Antikriegsfilm Apocalypse Now von 1979, der mittlerweile als echter Filmklassiker gilt. Die von Sheen verkörperte Figur... Die Bilder sehen aber verdammt gut aus für 79, also... Captain Willard betrinkt sich in einer Szene in einem Hotelzimmer und zerstört anschließend alles, was er dort findet. Fast obwohl die Szene beim oder? Publikum sehr gut ankam, ist sie Martin Sheen nicht in guter hat Erinnerung sich sicher blutig oder so genauer oder irgendwas gebrochen. In keiner Erinnerung. Zur Vorbereitung auf die Szene trank der Schauspieler nämlich tatsächlich so viel, dass er sich am nächsten Tag nicht mehr an den Dreh erinnern konnte. Sheen war peinlich, das sieht ja fast wie Charlie Sheen aus. Nicht einmal angeschaut hat und seinen Zustand am Set bis heute bereute. Weiter geht es mit dem Schauspieler. War vielleicht aber nicht zu schlecht, sonst wäre es vielleicht nicht so gut geworden. Vor allem als den Zauberer Gandalf aus den Herr der Ringe Filmen kennt. Während dieser in der Herr der Ringe keinen einzigen Teil davon gesehen. War nur geraten. Er seinen Auftritt hätte nämlich auch der Hobbit sein können. Also ich habe es wirklich nur geraten. ich habe keinen einzigen Teil Herr der Ringe gesehen, auch keinen einzigen Teil der Hobbit. Trotzdem in der Hobbit eine unerwartete Reise sogar schon während noch gedreht wurde. Der Grund hierfür lag in der modernen Technik. Während die Herr-der-Ringe-Filme nämlich noch mit vielen Schauspielern und Requisiten an tollen Drehorten verfilmt wurden, musste Ian McKellen seine Szenen für Der Hobbit größtenteils alleine vor Greenscreens spielen und dabei so tun, als seien seine Drehpartner da. McKellen brach irgendwann sogar traurig am Set zusammen und sagte, dass diese Art Filme zu machen für ihn gar nicht ginge und er nicht Schauspieler geworden sei, um so zu arbeiten. Als nächstes kommen wir zu Das ist auch voll scheiße. Das habe ich mir schon öfters gedacht. Da wird alles nur noch im Studio vor grünen Bildschirmen gemacht. Man erkennt zum Schluss eh nicht den Unterschied bei diesen ganzen Techniken und so weiter, was da alles heutzutage schon geht. Aber trotzdem, es ist natürlich, fehlt da auch die Kulissen, diese atemberaubenden Kulissen, die noch teilweise am Computer gedeichselt werden, kannst du halt nicht mit echten, richtigen Kulissen vergleichen. Auch allein, wenn du so, keine Ahnung, wie heißen diese ganzen Western-Filme, also mit diesen wunderbaren Kulissen, das kannst du nicht mit einem im Computer irgendwie zusammen gedeichselten irgendwas vergleichen. Dennoch ist natürlich billiger, geht schneller und hängt auch nicht von Wetter und so weiter ab.
Komödie, er steht einfach nicht auf dich, aus dem Jahr 2009. Der Scarlett Film Johansson. War einer der ersten großen kommerziellen Hits für Scarlett Johansson, die damals ein aufstrebender Star war. Durch ihr verführerisches Auftreten in dieser Szene bekam sie allerdings den Ruf als heiße Braut und Sexsymbol und wurde daher vornehmlich in Zukunft nur für entsprechende Rollen besetzt. Ja, das ist halt Rollen leider auch immer... Scarlett Johansson, die übrigens überzeugte Feministin ist... Sorry, no front oder so, ich kenne sie eigentlich nur als Black Widow. Also der Name sagt denn schon was, aber halt... Fiel dieses Image aber von Anfang an nicht. Noch schlimmer war allerdings, dass der Ruf, den sie wegen dieser einen Poolszene hatte, sogar dafür sorgte, dass sie Rollen, die sie unbedingt haben wollte, nicht bekam. Der Regisseur David Fincher castete sie zum Beispiel nicht, weil sie ihm zu sexy war. Und so ist es kein Wunder, dass Scarlett Johansson die Poolszene bereute und sich heute engagiert gegen die Objektifizierung von Frauen einsetzt. Ja, auch der Schauspieler Denzel Washington hat in einer Filmszene mitgespielt, die er aufs heftigste bereut. Und zwar handelt es sich hierbei um den Showdown des Films The Equalizer von 2014. In der Szene bekämpft der zweifache Oscar-Preisträger seine bösen Gegenspieler in einem dunklen Lager, in dem die Sprinkleranlage läuft. Dies sieht für die Zuschauer zwar sehr, sehr spektakulär aus, war für Denzel Washington aber die Hölle, wie er später in einem Interview sagte. Die Szene wurde nämlich über 3 Tage gedreht und an jedem dieser Tage musste der Schauspieler sich jeweils 13 Stunden am Stück von der Sprinkleranlage beregnen lassen, während der gesamte Rest des Drehteams von Regenmänteln und Schirmen geschützt war. Die Bedingungen beim Dreh erinnerten also fast schon an Folter und sorgten somit dafür, dass der Hollywood-Star die Szene bis heute bereut. Zu guter Letzt kann ich mir gut vorstellen. Euch nun noch eine Szene vorstellen, die den Schauspieler völlig unnötig gefährdete und eigentlich niemals so hätte gedreht werden sollen. Burt Reynolds war in den 60er und 80er Jahren in zahlreichen Action- und Abenteuerfilmen und... Ist das von Ryan Reynolds der Vater? Ich warte mal kurz. Burt Reynolds. Quentin Reynolds ist der Sohn? Ist das vielleicht der Vater von Ryan? Geschwister, Eltern... Nein, kann ich leider nicht weiterhelfen. Es ist, glaube ich, nicht der Vater. ...Bödien zu sehen und war einer der beliebtesten und bestbezahlten Schauspieler seiner Zeit. Da er ein Image als harter Kerl hatte, bestand er bei den Dreharbeiten zu dem Abenteuerfilm Beim Sterben jeder der Erste, daher auch darauf, dass er selbst mit einem Kanu einen Wasserfall herunterfiel. Der Regisseur hatte eigentlich geplant, eine Puppe einzusetzen. Das Burt Reynolds wollte aber unbedingt, dass es echter aussieht, fuhr den Wasserfall tatsächlich herunter und verletzte sich hierbei schwer. Im Nachhinein bereute der Star diese Szene übrigens nicht nur wegen seiner Verletzungen, sondern weil man im fertigen Film zu allem Überfluss auch nicht mal sah, ob nun eine Puppe oder ein Mensch im Kanu sitzt. Und das waren auch schon 10 heftige Filmszenen, die Schauspieler später bereuten. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, bei welcher Szene ihr die Reue am besten nachvollziehen könnt. Ja, das ist natürlich ziemlich schlimm, aber am coolsten fand ich den Boxkampf. Ich meine, da willst du irgendwie Szenen drehen für den Boxfight und dann schlagen sie sich wirklich. Also ich kann mir das schon ziemlich schlimm manchmal vorstellen und dass Männer teilweise schlimmere Dieben sind wie Frauen. Also, no front. Ich fand es natürlich ziemlich unterhaltsam. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Nächstes Mal unten in der Bio. Vielen Dank für 10.400 Abonnenten. Und würde mich echt freuen, wenn wir hier auch ein paar mehr werden würden. Also abonniert auch hier gern fleißig und kostenlos natürlich. Bis zum nächsten Mal und ciao. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.